Welcome to Thesen am Tresen, the Still Logistics Talk. And this is your host for today, journalist and founder of the Logistics Hall of Fame, Anita Wurmser. Ja, Thesen am Tresen. Willkommen, meine Damen und Herren, hier im Sendestudio des Interconti in Berlin und zu Hause an den Bildschirmen zum Still Logistik Talk. Unsere Gäste am Tresen, Professor Dr. Dr. H.C. Michael Tenhompel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IML in Dortmund, Jakub Piotrowski, CIO und CDO bei der BLG Logistics Group und Tobias Zierhut, Senior Vice President bei Mobile Automation bei KION. Und unser Thema heute, Digitalisierung. Und wir wollen die spannende Frage diskutieren, das Lager ist tot, es lebe das Lager, wie künstliche Intelligenz die Logistik verändert. Und Digitalisierung ist das Thema der Stunde, natürlich auch in der Logistik. Und die einen fühlen sich schon ausreichend digitalisiert, wenn sie eine Zoom-Konferenz eingerichtet haben. Die anderen denken dabei an autonomes Fahren, an schwarmgesteuerte Läger. Und die Realität sieht in Sachen Digitalisierung leider etwas bitterer aus. Man fragt sich zwar immer, wie man zu solchen Zahlen kommt, aber ich habe in der Vorbereitung eine Zahl herausgesucht nach der Untersuchung des Berliner European Center for Digital Competitiveness. Reichte es für Deutschland in Sachen Digitalisierung nur für den vorletzten Platz. Nach uns kam, wie gesagt, nur einer und das war Albanien. Und da sieht es jetzt nicht sonderlich gut aus. Tatsächlich ist es so, dass die Frage, ob Logistikprozesse künftig KI-gesteuert sind oder nicht, schon beantwortet ist. Es geht eigentlich nur noch um das Wie und wie wir Geschäftsmodelle daraus entwickeln. Zukunft ist ohne Digitalisierung und Technologie nicht zu haben. Das wissen alle und wir wollen heute darüber diskutieren, wie der Weg dahin aussieht. Und wir beginnen mit der ersten These, die uns Michael Tenhompel mitgebracht hat. Und geht es um Innovationen in der Logistik, dann fällt eigentlich zuerst immer sein Name. Deutschlands Logistikpapst, sage jetzt nicht nur ich, sagen viele andere. Fraunhofer-Professor, Forscher, praxisorientiert, sehr visionär unterwegs. Einer der Väter des Internet der Dinge. Und immer bekannt dafür, etwas weiter und etwas disruptiver zu denken, als das andere tun. Und wenn er etwas sagt, dann sollte man zuhören. Denn meistens liegt er richtig damit und seine These klingt schon sehr stark nach Technologie und Zukunft. Das Lager der Zukunft ist menschenleer. Schwärme autonomer Fahrzeuge und Roboter sind die Zukunft und diese Technologien werden das Lager von morgen umkrempeln, genauso wie vor 20 Jahren das Multishuttle. Nur wird es diesmal viel schneller gehen. Status quo sind solche Läger nicht. Wie lange, Michael, wird es dauern, bis wir das menschenleere Lager sehen? Ah, ja, das ist natürlich, der Wissenschaftler ist da immer etwas optimistischer. Aber ich denke schon, dass das sich jetzt wirklich in den nächsten wenigen Jahren wird sich die vollständige Digitalisierung und die Einführung der Schwarmtechnologie abspielen. Ja. Das ist absehbar. Die Vorteile, insbesondere die Effizienzgewinne und Flexibilitätsgewinne, die durch diese Technologie eben gegeben sind, das ist ja das Ziel, nicht? Das ist ja keine wertfreie Forschung, aus der ist es tatsächlich mal entstanden, sondern es geht ja wirklich eben darum, den Anforderungen gerecht zu werden, die jetzt mit E-Commerce und nicht zuletzt jetzt auch in der Corona-Zeit eben auf uns zugekommen sind, abzubilden. Und da ist technisch jetzt eben einfach sehr vieles möglich geworden. Man kann wirklich sagen, die Digitalisierung von allem, die künstliche Intelligenz in allem, und in allem meine ich wirklich jedes einzelne Element auch im Lager, ich würde alles für uns alle ändern. Das ist wirklich ein disruptiver Wandel. Und was du ansprachst eben mit der Schwarmtechnologie, das ist verbunden mit einer sehr grundsätzlichen, auch wirklich disruptiven Entwicklung. Ich nehme das Wort disruptiv nicht ganz so oft in den Mund, aber es ist wirklich ein sehr grundlegender Wandel in Richtung künstlicher Einsatz, künstlicher Intelligenz zur Steuerung eben sowohl der einzelnen Fahrzeuge als auch vor allen Dingen des Schwarms. Und das ist jetzt so die erste Technologie, die auf Basis simulationsbasierter künstlicher Intelligenz durchbricht. Mhm.
Wir werden also mehr und mehr unsere Systeme in der virtuellen Realität anlernen und dann die neuronalen Netze auf die Schwärme übertragen und damit sehr schnell zu Entwicklungen kommen, allerdings auch zu sehr, sehr komplexen Entwicklungen. Das ist also nicht zu unterschätzen. Ne? Ja. Hier geht es nicht darum, die nächste Staplergeneration, wobei ich das gar nicht unterschätzen möchte, dass auch das komplexe Entwicklungen sind. Sondern hier geht es wirklich darum, neue Formen künstlicher Intelligenz auf den Hallenboden zu bringen. Aber was macht dich so, das klingt sehr zukunftsorientiert, aber was macht dich so optimistisch angesichts des doch großen Beharrungsvermögens der deutschen Industrie? Was macht dich so optimistisch, dass es diesmal schneller geht als das Multishuttle? Multishuttle, ich kann mich erinnern, das hat so 5 bis 10 Jahre gedauert, bis es sich einigermaßen durchgesetzt hat. Warum soll es diesmal schneller gehen? Ja, beim Multishuttle muss man sagen, war es ja eine Technologie, die ja auch neu war. Ne? Hier ist jetzt die Atmosphäre ist jetzt eine ganz andere. So will ich es vielleicht mal formulieren. Es ist allen bewusst, dass die künstliche Intelligenz kommen wird und dass sie wirkliche Vorteile mit sich bringen wird, dass sie auch der einzige Weg sind, bestimmte Dinge zu lösen. Und was da anders ist als vielleicht seinerzeit beim Multishuttle ist, dass alle Einzelkomponenten sind da. Das ist vielleicht ein Unterschied. Und das Bewusstsein ist eben auch da, dass ein Wandel stattfinden kann. Und wenn dieser Wandel stattfinden kann und sinnvoll ist, auch natürlich letztendlich geschäftlich sinnvoll ist, ne, dann haben wir gelernt, dass in Zeiten der Digitalisierung alles digitalisiert wird, das digitalisiert werden kann. Und das ist das erste große Ding. Und da müssen wir uns auch bewusst sein in der Intralogistik, nicht, dass wir sind ja heute hier bei Still, bei Kion, dass wir hier wirklich eben auch Unternehmen am Start haben, die auch im weltweiten Kontext, das muss man wirklich sehen, aus Europa heraus hier eine führende Position haben bei der Einführung künstlicher Intelligenz. Und die Logistik, die Intralogistik besonders, wird die erste Branche sein, wo Schwarmtechnologie durchbricht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. In welchen Branchen werden wir das sehen? Ist tatsächlich die Logistik so innovativ? Normalerweise ist es die Automobilindustrie. Ja, also da sind wir jetzt mal vorne. Das kann man mal ganz klar sagen. Und wir müssen natürlich jetzt eben auch schauen, dass wir die entsprechenden Communities zusammenbringen. Nicht? Das ist jetzt wirklich so ein Technologiedurchbruch, wo wir uns wirklich auch zusammenfinden müssen. Nicht? Wir wirklich zusammenfinden müssen, Entwicklerinnen die Forschung zusammenbringen, noch stärker mit der industriellen Entwicklung. Und da ist das eben, das sind die Frontrunner, die jetzt eben mit dabei sind. Ne? Das ist wirklich Hochtechnologie. Und es ist völlig absehbar, dass das durchbrechen wird, weil die geschäftlichen Vorteile klar sind, die in Richtung Flexibilisierung und so weiter völlig klar sind. Noch flexibler geht es eben gar nicht. Ne? Das ist unmittelbar einsehbar. Ne? Ja, aber es ist tatsächlich auch für die Unternehmen, die zum Teil noch auf einem früheren Stand, sage ich mal, sich technologisch befinden, tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Ist die Wirtschaft bereit, diesen Paradigmenwechsel zu gehen und in Technologien zu investieren, die ja nun meilenweit von dem entfernt sind, was man heute so hat? Wir reden über Automatisierung im Lager, aber Digitalisierung, autonome Systeme, das ist ja ein disruptiver Wandel. Ja, es ist auch ein Kulturwandel. Das sind so grundsätzliche Technologien, die eben auch damit verbunden sind, eben die Digitalisierung in den Unternehmen eben auch einzuführen. Es wird neue Geschäftsmodelle eben auch geben, die mit dieser Technologie verbunden sind. Und es ist auch ein Kulturwandel, der in der Entwicklung eben auch stattfinden wird. Das merke ich jetzt eben als Forscher und Entwickler bei Fraunhofer, dass da eben auch ein Kulturwandel dahingehend stattfindet, dass wir eben sehen, die Herausforderungen sind sehr groß. Gerade wenn wir über simulationsbasierte künstliche Intelligenz sprechen, jetzt auch jenseits des Schwarmes, aber auch der basiert eben darauf. Und du merkst eben, dass die Digitalisierung eben die Welt in digital und nicht digital teilt, wo früher sie in Ost und West geteilt ist. Und wir merken, wir kommen alleine nicht mehr durch die Tür. Wir müssen uns zusammentun zu großen Communities und die Basistechnologien dafür schaffen. Und einhergehend damit agile Entwicklung
Das ist ja ein jahrelanges Schlagwort gewesen, Design Thinking, interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Mhm. Und das setzt sich jetzt parallel eben auch um. Ne? Das zumindest aus Sicht des Forschers, aber auch in den Entwicklungen der Unternehmen mehr und mehr eben auch erkannt wird, dass wir hier auch andere Formen der Zusammenarbeit zwischen Forschung, Entwicklung und der Industrie einbringen müssen, einsetzen müssen, um hier durch die Tür zu kommen. Weil die Aufgabe ist schon groß. Das muss man ganz klar sagen. Das ist kein Kinderkaffee, was wir, wen wir da entgegensehen. Und bevor ich jetzt diese These noch mal in die Runde gebe, darf ich fragen, ob ich Ihnen etwas Tee anbieten darf? Euch. Gerne. Ja? Gerne. Dann. Danke dir. Damit wir hier nicht auf dem Trockenen sitzen, wenn wir über so heiße Themen reden wie Digitalisierung. So, die nächste These, die wir in der Runde haben, ganz spannend, kommt von Jakob Piotrowski, CIO und CDO bei der BLG Logistics Group, Diplom-Informatiker, gestartet in der Wissenschaft am BIBA in Bremen, dann gewechselt auf die Praxisseite seit 2012 bei der BLG Logistics Group und dort für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber auch für das spannende Ressort Innovationsmanagement und IT-Services zuständig. Und außerdem kochst du gerne, habe ich gelesen. LinkedIn-Freunde wissen das. Und für einen Informatiker kann es eigentlich nur eine These geben und das ist gewissermaßen eine Frage der Ehre. Und diese These lautet, Digitalisierung wird richtig teuer werden und der Algorithmus entscheidet über den Erfolg von Digitalisierung. Kosten, er wird richtig teuer werden. Sehr spannend. Lass uns mal über Geld sprechen. Mhm. Wie teuer wird es werden und gibt es eine Zahl, an der man die Kosten festmachen kann? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier in die Runde. Steilvorlage kam gerade schon von Michael zu dem Thema. Wir führen neue Algorithmen ein, Schwarmintelligenzen. Das Thema ist ja, wenn man sich in die Budgets mal hineinschaut, oftmals ja von der IT getrieben, jetzt bei uns als Beispiel im Unternehmen, wie gliedert sich so ein IT-Budget auf? Rund 50% ist für den Betrieb der Bestandssysteme, dass das erstmal sauber läuft. So, dann hat man so 25%, um die Systeme abzudaten, klassisch auf neue Versionen. Und so 25% ist für neue Tools, neue Innovationen, die man so daumenwertmäßig irgendwie für sich mitnehmen müsste. Wenn wir so bei uns mal ins Unternehmen gucken, wir investieren im Moment so um die 2% unseres Jahresumsatzes in neue Themen, also in Verbundprojekte F&E, gerne auch mit Universitäten, um Themen hineinzubringen, aber auch um, ich sag mal, in Proof-of-Concept-Projekten Dinge auszuprobieren. Warum so in Proof-of-Concept-Projekten? Weil wir festgestellt haben, dass es gibt so viele Digitalisierungsmaßnahmen, Algorithmen, die man probieren kann, Tools probieren kann, aber es entscheidet das richtige Tool zum richtigen Use Case. Und man muss eine gewisse Fehlerkultur zulassen. Auch das Thema Fail Fast ist sehr wichtig. Ansonsten wird es sehr schnell sehr teuer, weil dann versucht man irgendwie das Projekt noch zum nächsten Meilenstein zu retten, nochmal Geld nachzuschieben und nochmal nachzuschieben, noch einen Monat, noch 3 Monate. Und plötzlich sind aus einem Proof of Concept für 3 Monate oder 4, 2 Jahre geworden und man hat richtig viel Geld verbrannt. Und am Ende des Tages hat man sich die wirtschaftlichen Zahlen irgendwo dahin gedrückt, dass es aussieht. Try hard, fail fast. Genau, absolut. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das muss man sich bei neuen Themen immer sehr, sehr gut überlegen. Was ist mein Use Case, den ich ausprobiere? Sich ein Budget setzen, austesten und aber dann auch harte Abbruchkriterien haben. Wie hoch muss man so ein Budget ansetzen? Wie gesagt, ich habe bei uns, wenn man mal so guckt, sind das, wir gehen in Gesamt, wenn man jetzt über alle Projekte mal so zusammenrechnet, was so Innovations- und Digitalisierungsaktivitäten sind, sind so 2% des Umsatzes, die wir dort hinein investieren. Mhm. Das ist nicht alles Spielgeld zum Verbrennen in Proof-of-Concept-Projekten, das ist irgendwie auch klar, das können wir uns in der Logistik auch wahrlich nicht leisten. Aber ich sag mal, das ist das Budget, wo sowohl Proof-of-Concept-Projekte drin sind für neue Themen, aber auch tatsächlich mal ein eher disruptiver Ansatz zu sagen, so ich verlasse eine Technologie und switche auf ein komplett was Neues. Also ich lege meinen normalen Fleet Manager oder Zuweisungsalgorithmus, der regelbasiert ist, mal beiseite in einem Lager und switche zum Beispiel auf so Schwarmintelligenzen dabei. Das sind alles nicht nur Ressourcen für Software, muss man auch sagen. Ganz viel Ressource geht auch natürlich drauf für Menschen, weil man braucht den Menschen, der den Prozess versteht, der den Prozess übersetzt in IT,
oder das an den Menschen heranbringt, der auch den Algorithmus trainiert, ja, damit das nachher auch ein Fit ist. Ansonsten wird es... Ihr betreibt bei der BLG roundabout 60 Lager in Deutschland. Kannst du dir vorstellen, dass das in Zukunft schwarmbediente Lager, schwarmgesteuerte Lager werden mit autonomen Fahrzeugen, High-End, High-Tech? Ich habe mir eben schon auf die Zunge ein bisschen gebissen, weil wenn man so guckt, ist ganz unterschiedlich. Also es hängt wirklich sehr stark vom Lager, vom Kunden ab, von dem Betrieb, den wir anbieten. Es gibt durchaus Abwicklungen, wo man sagt, das könnte ganz gut funktionieren, wobei irgendwie muss die Ware vom LKW, vom Zug doch trotzdem noch runterkommen. Mhm. Ja, auch dafür gibt es automatisierte Genau, Lösungen. Frage immer, ist das wirtschaftlich so richtig sinnvoll? Also wenn Gebietsprioritäre kommen und da sind 7 Kunden auf dem LKW und ich brauche den Stapel, der genau in der Mitte steht, da kommen schon Automatisierungstechniken an ihre Grenzen. Voll-LKW entladen, sage ich, okay, das ist noch einigermaßen machbar, Shuttleverkehre auch. Also irgendwo ist noch am Anfang des Prozesses ein Mensch da, dann hat man ja heute immer noch die klassischen Themen wie, es gibt immer noch einen Papierlieferschein, wenn ich so hingucke, was so unsere Spediteure alles so mitbringen, die kommen mit Telefonbüchern immer noch zum Teil an, obgleich wir eigentlich alle mit EDI verbunden sind. Ja, gibt es immer noch, ich brauche einen Stempel, brauche eine Unterschrift, die dann abrechnungsrelevant ist. So. Dann kommt der Lagerprozess, also ich glaube für den innerbetrieblichen Transport, also was Infrastrukturthemen sind, wunderbar, da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und dann hängt es jetzt davon ab, nämlich, wie kann ich die Ware einlagern? Sind das Packstücke, Gebinde, die irgendwie in eine Automatisierungstechnik wieder rein können. Wenn ich so in den Automotive-Bereich reingucke und ich habe Behälter, die um die 600 bis zu einer Tonne wiegen, wird schon ein bisschen manchmal mit Automatisierungstechnik schwierig, das in irgendein Lager hineinzubringen. Das ist aber eine Henne-und-Ei-Frage. Ne? Man könnte ja auch die Behälter ändern. Das könnte man durchaus tun. Das ist jetzt aber, dann kommt es jetzt ja ganz spannend, weil... Und das wäre nämlich der zweite Punkt gewesen bei Einführung von Schwarmintelligenz oder überhaupt bei Einführung von Innovationen. Was wir immer sehr schnell machen, ist, wir gucken uns einen Prozess an, versuchen den rauszunehmen und dort was Digitales rein, ohne links, rechts was anzupassen. Genau. Und das funktioniert nicht. Ja. Also und die Kartons auf diese neue Form der Technik eben auch mit anzupassen. Wobei die Technologie, die wir gemeinsam bei Kern entwickeln, ist ja auch, dass mehrere Fahrzeuge, dann Skier oder sowas, dann eben auch durch die Gegend fahren können. Das wird aber auch ganz entscheidend sein, wird auch schon erkannt von den Handelsunternehmen, die dann uns eben auch fragen, wie sieht denn die Verpackung der Zukunft aus? Absolut. Und vor allen Dingen, wie ist auch denn der weiterführende Prozess? Denn am Ende des Tages, sag mal, wenn der Kunde erwartet, ich mache aus 7 Packstücken einen maßgeschneiderten Packstück nachher für die oder ein maßgeschneidertes Gestell für die Produktion, damit die Produktion möglichst effizient passiert, findet der Aufwand in der Logistik statt. Ja, stelle ich die Produktion um, kann es sein, dass wir genau die Behälter, die wir bekommen, so durchschleusen können, sage ich mal in Anführungszeichen. Dann rutscht man immer mehr rein, dass man an Stellen des Lagers das Licht ausschalten kann. Ne? Und aber da sind wir eben bei der Standardisierung. Also absolut. Man darf nicht punktuell gucken, sondern man muss weitblicken, man muss den vorgelagerten, nachgelagerten Prozess mit einbinden. Absolut. Und das macht es dann aufwendig und teuer. Aber deswegen ist wichtig, dass man Dinge erstmal im Kleinen probiert. Ja? Was ist mein Mehrwert? Und wir eben heute auch sehen, dass die Mehrwerte sehr schnell sich auszahlen und dann macht eine Skalierbarkeit wieder Sinn. Absolut. Ja. Das ist dieses Prinzip, Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Genau. Und das wäre auch meine Frage nochmal an dich gewesen. Tatsächlich ist Digitalisierung kein Selbstzweck. Es muss sich rechnen. Das auf jeden Fall. Und da könnte man ketzerisch fragen, macht Digitalisierung die Dinge gar nicht besser, sondern macht sie nur teurer? Na, ich glaube, also das im Kleinen wirkt es erstmal so, als ob es nur teurer wird. Das Spannende an Digitalisierungslösungen vieler Zahl ist, dass sie sehr gut skalierbar sind. Also nehmen wir das Beispiel, wenn wir bei Schwarmintelligenz bleiben, natürlich ist es teuer, das einmal hineinzubringen. Aber dann zu skalieren, zu atmen, neue Shuttle, neue Flurförderzeuge, die darauf zugreifen, auf den Algorithmus hineinzubringen in das System, ist dann auf einmal ganz günstig, weil ich mache nur noch Copy-Wissen, Paste-Wissen auf das neue Gerät, sagen wir ein bisschen vereinfacht, und rein ins System. Das ist so. Und diese Skalierbarkeit ist nachher genau das, was es hebt. Und das macht aber auch sozusagen die Schwierigkeit am Anfang für den ersten Schritt, weil ich muss erstmal in einen Invest gehen. Üblicherweise ist das bei Wirtschaftsunternehmen, das merke ich ja bei uns ja auch, bei jeder Investitionsvorlage muss erstmal eine Wirtschaftlichkeitsrechnung hin. Ja, so. Und das ist dann manchmal schon herausfordernd zu sagen, okay, wir verproben das und es rechnet sich aber erst mit einer Skalierung in der Zukunft irgendwann, aber ich kann dir nicht sagen, wie schnell oder an welchen Standorten.
Wie viele Autonome brauche ich denn, um einen manuellen zu ersetzen? Das ist dann die nächste spannende Frage. Und deswegen machen wir zum Beispiel viele Proof-of-Concept-Projekte auch in diesem Bereich der ich nenne es mal bewusst Autonomisierung, um wirklich zu gucken, also 1:1 wissen wir, funktioniert nicht. Also ein autonomes oder auch ein manuelles Flurförderfahrzeug gegen ein autonomes Flurförderfahrzeug oder Gerät, das klappt nicht. Aber ist es 1,2 im Faktor, 1,5, 2,0 wäre, das manchmal kommt ein bisschen auf die Abwicklung an, schon wieder schwieriger, aber lässt sich auch noch rechnen. Bei 1:3 muss man sagen, ist dann schon, dann ist das der falsche Use Case. Ja, aber vor allen Dingen Investitionen. Wenn du heute eine große Sortieren- und Fördertechnikanlage investierst, dann ist das teurer als potenziell der Schwarm. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und das wird in der gleichen Preisgrößenordnung sich beschäftigen. Aber dann hast du da einen Stahlverhaus stehen, der sich in Jahren amortisiert und dahin kaum veränderbar ist, nur mit sehr großem Aufwand. Ich würde einen Punkt auch ganz gerne noch machen, den wir immer bei der Diskussion um die Digitalisierung, gerade hier in Europa, immer vernachlässigen. Wenn wir einen Blick nach Amerika werfen, die USA werfen, die 500 S&P-Unternehmen, die 500 Top-Unternehmen in den USA, geben inzwischen in ihren Bilanzen zu 90% immaterielle Vermögenswerte bei den Assets an. Zu 90% sind das Algorithmen, Patente und Daten. Und das ist ja genau das, was jetzt hier eben stattfindet. Das heißt, eben auch die Unternehmensbewertungen verändern sich eben auch mit der Einführung. Und das sollten wir wirklich mal nicht unterschätzen. Ja, dass Elon Musk gelungen ist, so schnell so groß zu werden, das liegt natürlich auch ganz stark daran, dass er eben auch seine Vermögenswerte im immateriellen Bereich eben auch einbringen konnte. Und das sollten wir hier auch in ganz anderer Weise, sollten wir das eben auch tun, um dann eben die Skalierung voranzutreiben und uns das Geld eben auch am Kapitalmarkt zu besorgen. Wobei wir dürfen, glaube ich, aber auch nicht vergessen, dass in Amerika die Risikobereitschaft eine ganz andere ist, als wir sie hier in Europa anwenden. Ja. Aber was ich glaube, als viel wichtigeren Punkt sehe, ist, wir haben ja immer noch im Kopf bei Sonderfahrzeugen, dass wir Dinge kaufen. Ja. Also Skalierbarkeit, Massenproduktion. Das enabled Standardisierung, das bringt uns zu neuen Geschäftsmodellen. Ja. Das heißt, ich muss meine Fahrzeuge nicht mehr kaufen, ich miete sie einfach. Und wenn ich dann einen Peak habe, dann ergänze ich 55 Fahrzeuge für eine gewisse Zeit und ich bezahle vielleicht nach transportiertem Stück oder nach transportierter Palette. Also ich glaube, da passiert ganz viel die nächsten Jahre, was solche Entscheidungen für Unternehmen dann auch viel einfacher machen. Ja? Genau, absolut. Und ich glaube, das ist key eben genau, ich sage mal, das, was man jetzt in vielen Softwareprodukten heute schon hat, as a Service, ja, das auch in, sage ich mal, in anfassbare Dinge im Lager auch hineinzubringen. Und dann wird das auf einmal ganz spannend. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich wirklich wachsen kann und auch eben dem Kunden auch diesen Vorteil des Atmens, flexiblen Atmens auch weitergeben kann. Ja. Das versteht jeder sofort. Ja. Genau. Und wie du schon sagtest, es funktioniert ja wirklich so. Ja. Das ist die simulationsbasierte KI. Du spielst das neuronale Netz und die Regeln spielst du auf das Fahrzeug auf und dann verhält sich das so ab sofort dann eben so, wie es in der Simulation berechnet wurde. Absolut. Ja, das bedient eher die deutsche Sparkassenmentalität. Das kann man gut nachrechnen und da ist jeder sofort dabei. Ja. Aber Michael, du hast ein Stichwort gebracht, das mich zur dritten These bringt. Ja. Daten. Und Tobias hat uns eine These mitgebracht, die auch sehr spannend ist. Aber zuerst mal zu dir. Spezialgebiet Produktmanagement, Automatisierung, was wir schon gemerkt haben. Und du hast einen Riecher für neue Technologien, wie ich bemerkt habe. Du hast die Lithium-Ionen-Technologie bei Kion eingeführt. Und jetzt, neuester Coup, ist die Lizenzierung des Loadrunner, das High-Speed-FTS von Michael mit Schwarmintelligenz Insight am Fraunhofer INL. Und deine These ist, das Sammeln von Daten ist der falsche Weg in der Digitalisierung. Und das hat mich schon etwas verwundert, weil Daten sind ja angeblich das neue Gold und das musst du jetzt schon mal erklären, warum das der falsche Weg ist. Ganz einfach, da sind wir beim Punkt, Kosten. Ja. Digitalisierung muss immer wirtschaftlich passieren und das, was wir im Markt sehen, viele Unternehmen fangen an, ich sammle mal Daten, ja, ich lagere sie mal ein und dann überlege ich mir, was ich damit mache. Ich hole mir irgendeinen klugen Kopf, der macht dann was aus den Daten und dann vermarkte ich die. Wo wir, glaube ich, hin müssen, ist uns frühzeitig Gedanken machen, welche Daten brauche ich und auch, wie gestalte ich meine Datensammelprozesse, dass ich da eine Flexibilität habe. Das heißt, wenn der Kunde A ein Bedürfnis in einem Bereich hat, dann sammle ich für ihn andere Daten als beim nächsten Kunden. Und dann bin ich auch in der Lage, ganz andere Kostenmodelle aufzubringen und kann wirtschaftlich Dienstleistungen in der Industrie anbieten.
Habt ihr da ein Beispiel, wie ihr an solche Projekte rangeht? Weil die Deutschen sammeln ja gerne, ne? Das ist allgemein bekannt. Und wenn man mal Daten bekommt, dann sammelt man die auch gerne, speichert die umfangreich ab, die Platten werden voll und dann macht man irgendwas draus, wie du das gerade sagtest. Aber wie kommt man zur richtigen Datenauswahl? Indem man sich vorab überlegt, welche Daten möchte ich und was mache ich mit den Daten. Aber es geht nicht nur darum, welche Daten sammle ich, sondern auch, wie sammle ich Daten. Weil wir sind ganz schnell beim Datenschutz. Der eine Kunde will Daten bereitstellen, der andere möchte es nicht. Der andere Kunde möchte die Daten besitzen und ich darf sie nur bearbeiten. Der andere ist bereit, sie mir zu geben. Das sind Riesenunterschiede, auf die wir da eingehen. Und wo wir das bei Keon schon ganz konkret im Bereich Mobile Automation tun, ist das HEV Insight. Das ist unser Analyse-Tool, wo wir eben darstellen, welche Performance ein System aufbringt. Also was sind die Bereitschaftszeiten, wie lange brauche ich, um zu reagieren, wie hoch ist meine Availability und natürlich auch serviceseitig Predictive Maintenance. Wir haben da erste Tools, die es uns erlauben, frühzeitig auf Systemgegebenheiten zu reagieren und das in voller Transparenz dem Kunden gegenüber. Er kann sich einloggen vom Handy, vom Computer und sieht wirklich stundenaktuell den Status seines Systems. Geht eigentlich der Wert von Daten, Michael, in die Bilanzen ein, weil du gerade diese immateriellen Werte noch mal ins Spiel gebracht hast? Gut, also in S&P 500, wie gesagt, 90% der Assets sind virtuell heute und immateriell. Und was da natürlich ganz wichtig sein wird, was Tobias eben auch gerade ansprach, ist eben die Nutzung der Daten mit den Daten zu verbinden. Weil das, was du letztendlich eigentlich ja weitergeben willst, ist ja die Nutzung der Daten auch. In welcher Form kann ich eben die Daten nutzen? Und das ist das, was wir mit dem Datenraum International Data Spaces, wie es heißt, wo wir wirklich einen Datenraum zur Verfügung stellen, den alle nutzen können, wo wir genau das machen, die Nutzung der Daten mit den Daten verbinden, sodass man die Kontrolle darüber behält, was mit meinen Daten passiert. Das ist in Europa eine ganz wesentliche Voraussetzung im B2B-Bereich, um eben dieses Data Sharing, was unbedingt notwendig ist, damit wir diese neuen Geschäftsmodelle auch wirklich nutzen können und den Wert der Daten heben können, damit wir das hier auch wirklich zur Anwendung bringen können. Weil man kann ja nicht wirklich ernsthaft, gerade in einem Logistikunternehmen, ja nicht ernsthaft empfehlen, nimm deine ganzen Daten, spiel sie in Data Lake und dann wirst du schon sehen, die machen tolle Sachen daraus. Deren Geschäftsmodell ist ja eben, den Wert der Daten natürlich zu heben. Also müssen wir genau das erreichen. Und auch da sind wir auf gutem Wege. Und das zeigt einmal mehr, über welche Komplexität wir eben sprechen. Den richtigen Wert, den werden wir erst heben, wenn wir das gemeinsam eben wirklich gleichzeitig die komplette Komplexität abbilden. Mit Datenraum, mit künstlicher Intelligenz und durchgängiger Digitalisierung, mit dem einhergehenden Kulturwandel. Kinders, das ist echt ein großer Job, an dem wir da schrauben. Absolut. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist hier ja natürlich jetzt auch in dieser Verbindung, die jetzt gerade vor dir sitzt, mit Hersteller und Entwickler von so autonomen Systemen, mit dem Anwender, mit der Bremer Lagerhausgesellschaft und mit uns auf der Forschungsseite. Das ist genau diese Form der Zusammenarbeit, die wir brauchen. Am besten noch in Form von Open Source und Open Innovation als Basis. Und dann die Geschäftsmodelle, die natürlich nicht Open Source ist, drauf aufsetzen. Das, was, glaube ich, dann noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist Datenqualität. Ja. Denn nur bei einer guten Qualität ist die Aussagekraft nachher auch wirklich verwertbar. Ja. Und was wir eben auch sehr stark festgestellt haben, dass du das eben gerade sagtest, sich zuerst mal die Frage zu stellen, was will ich überhaupt als These bewiesen haben mit den Daten? Oder welche Frage möchte ich beantwortet haben? Und dann anfangen, die Daten zu kollektieren. Und irgendwo dann so abzulegen, dass die auch nachher auswertbar sind. Weil einfach nur sammeln, dann habe ich einen Trash voller Daten, datenmessi und das kostet ganz viel Geld, bringt aber nichts. Aber wie bemisst man denn den Wert von Daten? Also wenn Daten das neue Gold sind, Gold, da kann man nachgucken, was kostet der Kilopreis Gold? Mein Kilopreis Daten kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber wie bemisst man den Wert von Daten? Weil in Deutschland ist es so, wenn ein Preisschild dranhängt, dann weiß man, wie man das einzuordnen hat. Aber bei Daten hängt kein Preisschild dran. Ja, aber da haben wir eine große Differenz wieder zwischen den USA und Europa. Ja. Weil 90% der Assets, da kommt es immer darauf an, wie werden die Daten bewertet. Genau. Und da kann, glaube ich, auch ganz schnell wieder ein Crash draus werden. Weil wenn ich mich überbewerte,
Ja, und auf einmal wird es Open Source und das, die Daten sind nichts mehr wert, weil jeder drauf zugreifen kann. Mhm. Dann wird es auch ganz schnell eine gefährliche Situation. Von dem her, glaube ich, sind wir da in Europa deutlich besser aufgestellt. Natürlich muss man überlegen, wie man diese Werte stärker in die Bilanzen reinnimmt. Aber zu sagen, 90% meines Unternehmenswertes sind nur noch Algorithmen. Da also zum Beispiel die Tech-Unternehmen in USA, Google, die arbeiten ja nur mit Daten. Ja. Die haben einen irren Börsenwert. Ja, aber es ist nicht nur Daten, es ist ja der Nutzen, den ich daraus ziehe. Ne? Und das ist ja das, was den Wert ausmacht. Das heißt, wenn ich mal gucke und ich kann dem Kunden anbieten, durch Sammeln von Daten kann ich dir prognostizieren, was du am Montag in der Retoure bekommst. Ja, ist das der Nutzen? Es sind gar nicht die Datensätze an sich, dass das 1 Million, 2 Millionen, 7 Millionen Datensätze sind, sondern die Aussage, weil ich ihm sagen kann, zu diesem Artikel, wenn der freitags bestellt wird, zu 90% kommt der immer in eine Retoure am Montag. Ich weiß nicht. So, jetzt kann man sagen, freitags, warum auch immer, weil die Leute vielleicht immer feiern gehen und um 22 Uhr irgendwas anklicken, diese Artikel dann vielleicht nicht anzubieten, um sich die Retourekosten zu sparen. Und damit hebe ich einen Wert, weil ich dagegen kalkulieren kann, Aufwand, der monetär greifbar ist. Ich glaube auch, die Herangehensweise, die ist etwas anders in den USA und erst recht in China. Insofern, als dass man eben sagt, meine Daten sind das wert, was mein Kunde dafür zahlt. Ja? Und man geht eben erstmal an den Markt mit seinen Algorithmen und dann guckt man, okay, was kann ich eher an Erlösen bringen? Wir denken erstmal darüber nach, wie wir die Daten sichern. Na, das ist eine andere Kultur, genau, damit umzugehen. Ja? Und ich glaube, dass beides eben gut ist. Lasst uns jetzt mal eben rangehen, ja, und eben über Gaia X oder International Data Spaces eben die Nutzung der Daten mit den Daten verbinden. Aber lasst es uns mal tun. Ja. Mhm, und genau, dann lasst uns doch mal gucken, welche Effizienzgewinne können die Kunden dann heben und dann, was sind sie bereit, eben dafür zu zahlen. Mhm. Und dann, wenn sie zahlen, ne, Tobias, dann kann ich es auch, dann kann ich das Asset auch übernehmen, ne, genau, weil dann sehe ich ja, okay, es entsteht ein neuer Markt. Ja. Ja. Ja, das wird auch so unterschätzt so häufig. Ne. Das sind ja nicht angestammte Märkte, die wir jetzt digitalisieren, sondern es entstehen ja wirklich neue Märkte, ne, auf Basis eben des Datengolds. Ne. Mhm. Aber wir haben auch so ein, ich sag mal, in Europa, insbesondere auch in Deutschland, immer schnell ein Mindset zu suchen, warum ich Daten nicht sammeln sollte. Mhm. Anstatt zu überlegen, wie kann ich es machen, dass ich es nutzbar machen kann, ist erstmal, ich darf das Datum gar nicht speichern und wenn dann nur für eine gewisse Zeit, dann muss ich erstmal einen Kunden fragen, alles viel zu kompliziert, zu viele Marktteilnehmer und man redet schnell eigentlich den Nutzen kaputt, anstatt vom Mindset her. Und ich glaube, das ist nochmal so ein anderer Unterschied, wie andere Nationen da eher rangehen, dass die tatsächlich eher offener sind, zu überlegen, wie mache ich es möglich, anstatt was alles verhindert, dass ich es tue. Also das ist ja auch die gleiche Diskussion mit der Rolle des Menschen im menschenleeren Lager. Das wird ja auch gleich wieder diskutiert, welche Bedenken man da hat und was da mit dem Menschen im Lager passiert. Ich würde aber gerne auch noch mal auf das Thema Open Source und Algorithmus zurückkommen. Das ist jetzt ein paar Mal so unterschwellig angeklungen. Du hast gesagt, der Algorithmus entscheidet über den Erfolg von Digitalisierung. Wie finde ich denn den richtigen Algorithmus? Ja, so heute ist ja sehr häufig so, dass man es eher im kleineren Kreise macht, also von regelbasiert und dann guckt man sich an, was es so an verschiedenen, vielleicht KI, vielleicht aber auch anderen Steuerungslogiken geben kann, die man entweder selbst umsetzt oder umsetzen lässt, implementieren lässt. Aber es sind immer so 1-zu-1-Themen. Und um meine erste These aufzugreifen, Digitalisierung wird teuer und unter anderem, wenn man es alleine macht, jeder für sich, ja, macht man so viel Doppelarbeit und das spielt wieder komplett in die Open Logistics Foundation hinein, wo man tatsächlich auch darüber nachdenken kann, wie können wir in Kollaboration an gleiche Themen rangehen. Und immer dann, wenn man über Digitalisierungsthemen spricht, es gibt so viele artverwandte Punkte. Also nehmen wir mal selbst so KI, um mal weg von den Schwarmthemen zu kommen. Wenn ich KI-basiert Dokumente analysiere, um herauszufinden, zum Beispiel, wo steht auf einer Rechnung die Rechnungsadresse, die Rechnungsnummer, der Betrag etc., ist alles drin. Macht heute vielleicht, wenn es nicht über eine EDI-Schnittstelle kommt, sondern schon elektronisch als PDF. Ja, und dann viele schon sagen, das ist schon Digitalisierung, aber sei es drum, ist das ein oft manueller Vorgang. Das kann ich KI-basiert über Bilderkennung machen. Sehr artverwandt ist, wenn ich Rechnung kann, kann ich aber auch Lieferscheine machen. Das ist ein anderer Use Case. Jetzt habe ich etwas entwickelt, oder wir haben etwas im Einsatz für Rechnung, ein anderes Unternehmen hat was für Lieferscheine, aber den gleichen Aufwand gemacht, eigentlich am gleichen Algorithmus. Ja, der ist nur anders angelernt worden. Und
Das wäre ja natürlich dann der Clou zu sagen, komm, wir entwickeln das mal einmal gemeinsam, eine Basis, und dann nutzt man seine Use Cases da drauf. Das ist ja schon der erste Schritt zu Open Source. Ist denn, Michael, die deutsche Logistik bereit für Open Source gemeinsam zu entwickeln? Ja, die deutsche Logistik macht es morgen. Wir haben ja führende Logistikunternehmen, ne, wie Schenker, Rhenus, Daxa, unser Duisburger Hafen, die sich ja morgen zusammentun und eine gemeinnützige Foundation, eine Stiftung gründen, um eben genau das zu initiieren. Also das Linux für die Logistik zu realisieren als Open Source, wo eben genau diese Commodities, ne, also es geht nicht um wettbewerbsdifferenzierende Dinge, und es geht auch gar nicht darum, gegen irgendetwas oder gegen irgendjemanden oder ein Unternehmen oder eine Region zu entwickeln. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, ja eben eine gemeinsame Basis eben zu finden, auf der man dann eben diese Komplexität abbilden kann und auf der man eben die Datensouveränität abbilden kann. Das sind Basistechnologien, die wir brauchen, um jetzt eben überhaupt in diese neue Welt zu starten, mit den dann spezifischen Entwicklungen wie eben dem autonomen Schwarm. Ne? Aber Michael, schränke ich mich da nicht frühzeitig gleich ein, indem ich mich auf einen Standard festlege? Weil dann schneide ich ja links und rechts auch was weg. Und wenn das Wichtige ist, was ich wegschneide, dann ist mein Standard immer nur so halb so gut, wie er hätte sein können. Ja, das ist ja das Gute bei Open Source, dass du eben rechts und links weiterentwickelst. Genau. Das ist genau der Punkt, ne? Dass wir eben nicht, wie wir es so oft gerade in Deutschland gemacht haben, aber auch in Europa, in Brüssel gemacht haben, eben hingehen und sagen, so, wir bauen jetzt einen Standard, ja, und da fragen wir auch alle und da nehmen wir auch alle mit. Ja, aber am Ende des Tages entsteht entweder ein Moloch, der unanwendbar ist, ne, oder es entsteht eben eine schlanke Lösung, die dann eben aber wieder nicht alles vernünftig abbildet. So etwas muss leben. Und es muss eben sich de facto umsetzen in anwendbare Schnittstellen und Komponenten. Na, du musst es wirklich herunterladen können. Und wir müssen gemeinsam an diesen Basisthemen arbeiten, damit wir nicht mehr diese Tausende und Abertausende von Arbeitsstunden darin verbrennen, das zum 10. Mal die gleiche Software zu entwickeln. Und damit richten wir uns natürlich sehr wohl auch an die Softwareunternehmen, ja, die ja auch gar kein Interesse daran haben, diese Commodity-Software, die wollen ja ihr da drüber liegende Software-Komponenten verkaufen und sind mit Sicherheit sehr froh, wenn sie da dann nämlich richtige Mehrwerte eben auch schaffen können und sich nicht mehr um die immer wieder Anpassung irgendeiner Schnittstelle kümmern müssen, zum Beispiel. Ja. Ich würde auch gerne noch mal so die Frage an die Praxis noch mal stellen. Was ist denn der wichtigste Erfolgsfaktor aus eurer Sicht, wenn man ein Digitalisierungsprojekt angeht? Worauf sollen die Unternehmen achten? Was ist so der erste Schritt? Was ist der Erfolgsfaktor, der zündende? Tobias. Also sich frühzeitig über das Ziel auseinandersetzen, also was möchte ich erreichen, ja? Und dann im Kleinen beginne, über einen POC. Nicht einfach losmarschieren, sondern genau einen Plan machen. Teste und dann, wie vorhin gesagt, frühzeitig entscheide, mache ich weiter. Oder höre ich auf? Ja, und nicht irgendwie dann so einen Prozess in eine Never-Ending-Story zu entwickeln, Geld zu verbrennen und am Schluss dann auch ein Thema zu verbrennen. Weil es hat ja einmal nicht funktioniert, dann funktioniert es vielleicht mit einer anderen Technologie genauso wenig nicht. Ja. Mhm, ja. Jakob, für dich als Praktiker die Frage, in welchem Bereich kann man die größten Rationalisierungserfolge oder die größten Erfolge, muss gar nicht Rationalisierung sein, die größten Erfolge durch Digitalisierung erreichen? Lager, Büro, Transport? Also in allen, also wenn ich so bei uns gucke, in repetitive Tätigkeiten, alles, was wiederkehrend irgendwie ist. Und da muss man sagen, diese Use Cases findet man echt schnell, wenn man mit Menschen spricht. Also wenn man wirklich runtergeht auf den Shopfloor, sich mal die Mitarbeiter schnappt oder auch im Office und wirklich fragt, so, was nervt dich so an deinem Alltag? Und das sind nicht die E-Mails, die reinkommen. Also wenn ich die immer wieder verarbeiten muss, ist das vielleicht genau auch ein Thema, ja, dass ich es automatisieren kann. Sehr häufig sind das wirklich so einfache Themen, die immer wieder kommen, die mich ein Viertel meines Arbeitstages wirklich beschäftigen und eigentlich könnte das automatisch gehen. Ja, warum auch immer geht es halt nicht. So, und ich glaube, das sind so Use Cases, wo man als allererstes was heben kann. Und ich glaube, es ist aber auch sehr wichtig, eben tatsächlich nicht nur aus dem Office heraus Use Cases zu suchen, sondern wie gesagt, mit Menschen sprechen. Mhm. Michael, die letzte Frage an dich. Dir sollte man immer gut zuhören, wenn du was sagst, weil meistens liegst du richtig.
Und Wissenschaft ist immer 2 Jahre voraus. Welchen Tipp gibst du den Unternehmen, auf welche Technologien oder auf welche Erfolgsfaktoren, auf welchen Trend sie setzen sollen? Ja, also über den Schwarm haben wir ja schon gesprochen, ne? Aber wenn ich noch etwas benennen sollte, bei uns hat sich wirklich etwas verändert, den Blick auf die zukünftigen technischen Entwicklungen. Wir sind ja bei Fraunhofer im technischen Entwicklungsbereich unterwegs. Da hat sich wirklich etwas geändert, nämlich humanoide Roboter. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, kommen humanoide Roboter, hätte ich gesagt, das wird noch 5 Jahre mindestens dauern. Jetzt hat Elon Musk, der hat es uns so ein bisschen vorweggenommen, der hat es ja vor ein paar Wochen ja eben erklärt, dass sie jetzt einen humanoiden Roboter nächstes Jahr auf den Markt bringen wollen. Das wird einen starken Impuls nochmal auslösen. Ich denke, wir werden sogar etwas vorher mit der einen oder anderen Entwicklung auf den Markt kommen. Aber das ist jetzt so ähnlich wie der Schwarm vor 2 Jahren, wo auch klar war, wir kriegen das hin. Ja, wir wissen, wie es geht. Ja, es war dann noch viel Entwicklungsaufwand, aber wir wussten, das geht und damit wird er kommen. Und das ist ungefähr die gleiche Situation. Also ich gehe davon aus, dass die ersten wirklich vernünftig einsetzbaren humanoiden Roboter in den nächsten 2 bis 5 Jahren tatsächlich kommen werden. Und die werden zwar vielleicht nicht unbedingt immer direkt wie ein Mensch aussehen, die sehen dann vielleicht mal aus wie, man assoziiert ja immer sofort etwas. Humanoide Roboter eben aussieht. Ja, wenn so eine Maschine anfängt, was zu greifen und irgendwas ins Regal stellen kann, dann verbindet man das, assoziiert man das ja auch. Mhm. Und das, unsere Entwicklerinnen und Entwickler haben natürlich auch ein großes Vergnügen daran, dem Ganzen dann eben auch einen Namen zu geben und ein Gesicht zu geben. Also unserer heißt Emil. Ja. Seid mal gespannt, was nächstes Jahr da auf uns zukommt. Abschlussfrage, wir sind am Ende der Zeit. Wir sind schon 2 Minuten drüber. Trotzdem will ich noch mal eine ganz kurze Frage stellen. Wann sehen wir das erste Schwarmlager? Jahreszahl würde reichen. Das erste? 23. 23? Ich glaube 24. Aber nicht weit weg. Da ist ja klar, was ich jetzt sage. 22. Aber Ende 22. Okay, perfektes Schlusswort. Wunderbar. Digitalisierung, das haben wir gemerkt, ist eine Frage des richtigen Tools und des Willens und der Kultur und vieler anderer Kompetenzen. Vielen Dank für eure Thesen. Es war eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Ihnen an den Bildschirmen und hier im Studio fürs Zuschauen. Schauen Sie heute Nachmittag wieder rein. Es geht weiter mit Thesen am Tresen. Und diesen Talk finden Sie in Kürze auch auf der Webseite von Still unter www.still.de. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal bei Thesen am Tresen. Vielen Dank.